Das Seminar Starke Nerven trotz Krise mündet sozusagen diese Reihe in den Bereich Verkaufen und Verkäufer sein. Und das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, weil wenn man es genau nimmt, ist in der Wirtschaft alles Verkaufen. Sie müssen Ihre Ideen Ihren Mitarbeitern verkaufen. Sie müssen Ihre Vorstellungen von Zulieferbeziehungen Ihren Zuliefern verkaufen. Und natürlich müssen Sie den Markt draußen verkaufen, dass Sie etwas Sinnvolles, Nützliches und Wertvolles für Sie zur Verfügung stellen können. Das heißt, die Haltung des Instrumentariums des Verkäufers nützt Ihnen auf allen Ebenen. Und ich wage zu behaupten, es nützt Ihnen auch im Privatleben. Allerdings werde ich gleich zu Anfang nochmal ein bisschen darauf eingehen, was meine Meinung über Verkaufen ist, beziehungsweise meine Definition von Verkaufen. Das hat ja eine gewisse unangenehme Konnotation, dieses Wort. Es ist nicht so, dass alle Hurra schreien, zumindest nicht in Deutschland, wenn es um Verkaufen geht. Beginnen wir. Ich habe Ihnen zwei Zitate mitgebracht. Das eine: Sie können alles im Leben haben, was Sie wollen, wenn Sie nur genug anderen Menschen helfen, das zu bekommen, was Sie wollen. Genau das ist eigentlich der Spirit der Ökonomie. Dieser Spirit wird über Verkaufskompetenz realisiert. Verkaufen bedeutet, Menschen zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Und dann habe ich Ihnen noch den Chris Voss mitgebracht, den werde ich noch öfters zitieren. Auch das eine Literaturempfehlung für die Winterferien. Einer der besten Verhandler auf diesem Planeten. Ich glaube, inzwischen ist er in Pension. Ich weiß es nicht. Also er hat fürs Weiße Haus verhandelt, international aktiv gewesen. Ein wunderbarer Mann, der auch ein interessantes, sehr unterhaltsames Buch geschrieben hat, was auch auf Deutsch verfügbar ist. Chris Voss, merken Sie sich den Namen, wenn Sie Lust haben, dann gucken Sie mal rein. Und er sagt, verhandeln bedeutet, ich ändere die Menschen nicht, ich gehe mit ihnen um. Und diese Haltung, dieses Prinzip ist schlichtweg komprimierte Erfolgsdefinition. Auch in Ihren Unternehmen mit Ihren Mitarbeitern, Sie können die Mitarbeiter nicht ändern, aber Sie können mit ihnen umgehen. Und das bedeutet verhandeln und in dem Sinne auch verkaufen. Und das gilt bei Ihren Kunden genauso. Die sind die Menschen, die sie sind. Die haben die Wünsche, die sie haben. Sie müssen damit umgehen können. Das macht sie zu einem erfolgreichen Unternehmer und Verkäufer. Der Herr Winkel war so nett, meinen Vortrag noch mal ganz kurz in einzelne Themen aufzuteilen, die Sie jetzt hier sehen. Ich werde es mal nicht vorlesen, sondern ich gehe gleich in medias res. Wir haben ja Ihnen auf dem Feedbackbogen unter anderem die Frage gestellt, wie gut Sie Ihren Vertrieb einschätzen. Und wenn Sie mal schauen, die damaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, immerhin 251 Antworten, das ist schon eine statistisch hochsignifikante Zahl, haben gesagt, also eigentlich auf der Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, also ich schätze meinen Vertrieb schon zwischen 6 und 7 ein. Einige sagen 10, perfekt. Und es gibt natürlich einige, die sagen, Mensch, da ist noch viel Luft nach oben. Und dann haben wir ja gefragt, haben Sie in der Vergangenheit die Leistung eines externen Coaches, Trainers oder Supervisors in Anspruch genommen für sich als Führungskraft? Nur eine Minderheit von 38% hat gesagt ja. Die Mehrheit hat gesagt nein. Ich habe da keine Erfahrung. Und das Ähnliche ist auch bei dem Thema für Mitarbeiter und Teams. Also hier gibt es sozusagen noch eine gewisse Zurückhaltung. Und vielleicht können jetzt auch die Zuschauer voneinander ein bisschen lernen, weil diejenigen von Ihnen, die eine externe Hilfe in Anspruch genommen haben, waren mehrheitlich zufrieden. Also vielleicht ist das eine kleine Ermunterung auch untereinander,
von den einen Zuhörern zu den anderen Zuhörern, dass es da positive Erfahrungen gibt. Durchaus auch weniger gute Erfahrungen, aber in welcher Berufsgruppe ist das nicht so? Auch Coaches und Trainer und Supervisoren sind unterschiedlicher Qualität. Das sollte sie aber nicht davon abhalten, es zu riskieren. Bei dem Thema Verkauf kann ich es tatsächlich empfehlen, weil hier einiges zu klären ist, zu lernen auf jeden Fall. Da es hierbei um sehr viel Geld geht, dürfen Sie davon ausgehen, dass sich in den letzten Jahrzehnten in der westlichen Welt sehr viel Gedanken darüber gemacht wurde, wie kann man Verkaufserfolg optimieren, wie kann man ihn berechenbar machen. Hier spielt tatsächlich aus meiner Sicht in den USA die Musik. Also die sind immer um Jahrzehnte voraus. Es ist eine Nation der Verkäufer. Und ich habe mal einen Wirtschaftsprofessor der USA sagen hören, die USA ist deshalb eine Weltmacht, weil sie ein Land der Verkäufer ist. Ich lasse das mal so stehen. Da ist durchaus ein wahrer Kern drin. Was ist der Trend? Was ist die Entwicklung? Wenn wir uns Zahlen anschauen. Ich habe hier gesagt, produzieren war gestern. Gucken Sie mal an, es werden, ich glaube, jährlich Statistiken herausgebracht, was sind die 10 größten Unternehmen der Welt, was sind die 5 größten und so weiter. Und da hat sich im Laufe der Jahrzehnte einiges substanziell geändert. Die größten Unternehmen 1967 waren alle produzierende Unternehmen, General Motors, Ford, General Electric, Chrysler, ja, Mobil, USA, Öl und Ölförderung. Aber hier war also das produzierende Gewerbe das, was sozusagen die größten Gewinne auf dieser Welt generieren konnte. Die waren mit ihrer Produktion vorne dran. Wenn wir uns mal anschauen, die größten Konzerne 2022, muss man sagen, verkaufen ist heute, produzieren war gestern. Es ist eine steile Hypothese, die auch so hundertprozentig nicht stimmt, aber die natürlich einen Trend anzeigt. Und da gucken Sie wieder USA ganz vorne, ne? Apple, dann kann man natürlich sagen, Apple ist ein produzierendes Gewerbe, Microsoft, Dito. Aber die sind ja meistens ausgelagert. Das heißt, hier geht es auch um Technologie, um Kommunikationstechnologien, Amazon, Alphabet, Google, Walmart und so weiter. Also hier sind mehr Kommunikation und Verkauf das große Thema. Ne? Der viertgrößte Konzern der Welt ist Amazon. Verkaufen, produzieren nicht, verkaufen. Deutschland ist übrigens nicht dabei. Die größten Konzerne der Welt 2025, das ist jetzt eine Prognose, ja, von Wirtschaftsinstitutionen, die sagen, okay, China wird die USA überholt am Onlinehandel, Alibaba, Internetdienstleistung Tencent, ebenfalls USA, Amazon bleibt oben, Computerteile immerhin, Facebook, soziales Netzwerk. Das heißt, hier sieht man, wohin der Trend geht. Wie gesagt, Deutschland ist nicht dabei. Zumindest in den Statistiken nicht. Wenn wir uns angucken, die größten Industrienationen der Welt, da behaupten wir einen grandiosen Platz 4. Und das ist eine tolle Leistung angesichts der Tatsache, dass wir nur etwas über 80 Millionen Menschen sind und nur 14,5 Millionen Nettosteuerzahler haben. Das heißt, das sind die 14,5 Millionen, die tatsächlich die Werte produzieren, die dann sozusagen umverteilt werden. Also das ist schon eine grandiose Leistung. Wir können eigentlich stolz sein auf unsere industriellen Fähigkeiten und das bringt auch Riesenwohlstand. Gucken wir uns die Bruttoinlandsproduktion an im Jahr 2022, vorne dran, USA. Ich muss dazu sagen, dass ich als Volkswirtin sehr skeptisch auf diese Zahl schaue. Das Bruttoinlandsprodukt ist ohnehin eine Kategorie, die man mit Vorsicht genießen muss, weil in dieser Kategorie einfach Finanztransaktionen gemessen werden. Die Qualität dahinter wird nicht definiert. Also woher kommen diese Finanztransaktionen? Wir haben zum Beispiel in den USA einen hochprivatisierten Sektor der Gefängnisindustrie. Das heißt, die Gelder, die im Justizapparat, also für Gefängnisse ausgegeben werden, wirken sich daher erhöhend auf das Bruttoinlandsprodukt aus. Das ist natürlich eine, ja, man kann es machen, aber für einen Volkswirt ist das
inakzeptabel. Ja, also insofern, wir werden noch gucken, dass ich, warum ich noch aus anderen Gründen sehr skeptisch bin, zu sagen, es ist die führende Wirtschaftsnation. China ist klar, das ist die Werkbank der Welt. Japan hält sich tapfer und dann kommt Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, auch wenn wir jetzt nicht ganz vorne, was die größten Konzerne anbetrifft, stehen, wir dennoch eine Riesenwirtschaftsleistung entfalten. Und die Erklärung ist tatsächlich unsere Riesenbreite an Mittelstandsunternehmen. Die sind die Motoren. Natürlich ist es toll, dass wir große Konzerne haben, aber was uns tatsächlich nach vorne treibt, das ist diese breite Mittelstandskultur, die wir in Deutschland haben. Wenn ich sage, Deutschland ist keine Nation der Verkäufer, so könnte man mir entgegenhalten, aber schauen Sie sich mal an, wie hervorragend wir im Außenhandel sind. Und das ist durchaus ein Argument, das besticht. Die Außenhandelsbilanz Deutschlands schloss im November des Jahres 2023 mit einem Überschuss von 20,8 Milliarden Euro ab. Das muss man sich mal geben. 2023 war ein kompliziertes Jahr für die Unternehmen. Und wir haben trotzdem einen, also veritablen Außenhandelsüberschuss erwirtschaftet. Im Oktober 2023 hatte der Kalender- und saisonbereinigte Saldo nur für den Oktober, ja, sozusagen bis dahin waren wir, das heißt nicht nur für den Oktober, also bis zum Oktober, von 17,7 Milliarden Euro gehabt. Der November 22 hatte bei 11,9 Milliarden gelegen. Also wir haben sogar ein Wachstum hingelegt. Also die Leistungskraft Deutschlands, die ist schon wirklich bemerkenswert. So, und jetzt gucken wir uns mal die Handelsbilanz der größten Wirtschaftsnation der Welt an und dann verstehen Sie, warum ich sehr skeptisch auf diese Behauptung schaue. Die Handelsbilanz der USA belief sich im November 2023 auf minus 89 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen. Das heißt, die Handelsbilanz der USA wird monatlich aktualisiert und liegt im Durchschnitt bei minus 48 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Welt versorgt die USA. Die USA produzieren nicht mehr das, was sie konsumieren. Ist jetzt eine und das ist nicht erst jetzt so, das ist seit Jahren so. Das kann sie sich natürlich leisten, die USA, weil der Dollar eine Welthandelswährung ist. Deshalb reagieren die USA auch so empfindlich, wenn es Trends auf der Welt gibt, den Dollar als Handelswährung durch andere Währungen zu ersetzen. Das ist ein sehr interessantes Thema, was tatsächlich uns in den nächsten 2-3 Jahren auf der weltpolitischen Ebene beschäftigen wird, weil ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, durchaus ein Staatenverbund, nämlich die BRICS, seit 1. Januar die BRICS Plus, immerhin 48% der Weltbevölkerung dieser Vereine, sich anschicken, eine Alternativhandelswährung, vermutlich auf der Basis von Goldstandards zu entwickeln. Also das wird keine Währung sein, die Sie in die Hand nehmen können. Das wird eine reine virtuelle Handelswährung sein. Muss man mal schauen, wohin sich das entwickelt. Aber das ist natürlich etwas, was die USA durchaus in Bedrängnis bringt. Schauen wir mal, was das für uns international bedeutet und wie dort die deutsche Wirtschaft und Deutschland insgesamt sich durch die Fronten durchlavieren kann. Wie gesagt, USA, eine führende Volkswirtschaft, seit 1970 regelmäßig Handelsbilanzdefizite. Das ist tatsächlich kein signifikantes Zeichen für eine starke Volkswirtschaft. Also ich will damit sagen, Klappern gehört hier sicherlich auch zum Geschäft und es zeigt eben, dass die Amerikaner, was Image anbetrifft, ziemlich gut sind. Das nützt ihnen natürlich in jeder Hinsicht. Meine Theorie ist, produzieren ist gut, verkaufen ist besser in der Krise. Warum sage ich so etwas? Schauen wir uns mal an. Die letzte Krise, die wir hatten, war die Finanzkrise 2008, 2009. Und die hat in der Tat die deutsche Wirtschaft gebeutelt. 2009 war für den deutschen Außenhandel das Jahr mit den höchsten Verlusten seit Bestehen der Bundesrepublik. Der Wert der aus Deutschland ausgeführten Waren belief sich auf 808 Milliarden Euro, fast 18% weniger als im Jahr zuvor. Es ist immer noch ein Riesenvolumen, aber immerhin, hier sieht man, dass in der Krise
der Absatz stagniert ist und wir ein Wirtschaftsproblem hatten. Ich will Ihnen mal als Vergleich McDonald's nehmen. Und warum nehme ich gerade McDonald's? Es ist jetzt wirklich kein Produkt, das von herausragender welthistorischer Qualität ist. Ich habe nichts dagegen, dass man McDonald's liebt und das ist ja auch alles ordentliche Nahrung, von der Hygiene auf jeden Fall. Aber immerhin, man kann jetzt nicht behaupten, oh, das ist halt ein 1A-Produkt und das Produkt verkauft sich selbst. Ganz bestimmt nicht. Schauen Sie sich mal an, was McDonald's in genau dieser Krise gelungen ist. Sie haben Ihren Gewinn von 2008 auf 2009 gesteigert. Von 4,31 Milliarden US-Dollar auf 4,55 Milliarden und von da an weiter auf 4,95 Milliarden. Das heißt, eine kontinuierliche Gewinnsteigerung, nicht mal Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung mitten in der Krise. Was McDonald's uns vorlebt, ist, ich weiß, wie verkaufen geht. Und noch ein anderer Aspekt dabei, es sind nicht die Franchise-Nehmer, die wissen, wie verkaufen geht, sondern es sind die CEOs in der Zentrale. Und das weist auf das Erste hin, die besten Verkäufer müssen in der Geschäftsführung sitzen. Also natürlich sollen sie Verkaufsteams entwickeln und Außendienste einrichten und so weiter und die trainieren, das ist alles okay. Aber Sie als Inhaber oder Inhaberin des Unternehmens müssen am allerbesten Bescheid wissen, wie Verkaufen funktioniert. Schon deshalb, um zu wissen, wer ein guter Verkäufer ist, wenn Sie ihn einstellen oder auch nicht. Aber McDonald's ist ein hervorragendes Beispiel. Wenn ich weiß, wie Verkaufen funktioniert, ja, das wissen die Amerikaner, dann muss ich zwar in der Krise ein bisschen aufdrehen und das haben die auch wirklich weitlich gemacht. Sie haben das Kindermarketing erweitert, sie haben die regionale Verknüpfung der Produkte erweitert. Na, man konnte in Halle bei McDonald's den McFlurry mit Knusperflocken von Zetti kaufen. Sie haben Frühstück eingerichtet, sie haben Le Café eröffnet, also auch noch in anderen Märkten gefischt. Sie wissen einfach, wie man verkauft. Das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen, um meine These zu unterstützen, dass in der Krise produzieren ist gut, ich muss ja was haben, um zu verkaufen, aber glauben Sie nicht, dass das beste Produkt sich von allein verkauft. Sie können ein durchaus durchschnittliches Produkt haben. Wenn Sie einen überdurchschnittlich guten Verkauf haben, werden Sie die Krise so wie McDonald's auch in der Krise hervorragend und mit Gewinnsteigerung möglicherweise sogar überwinden. Wenn ich sage, Deutschland ist kein Verkäuferland und wir hatten hier im Vorfeld ein interessantes kleines Gespräch, die Frage war, ob es regionale Unterschiede gibt, was die Einstellung zum Verkauf und zum Geld anbetrifft. Ich kann keinen regionalen Unterschied feststellen. Ich bin 1991 in Berlin in die Immobilienbranche eingetreten, habe für Schwäbisch Hall gearbeitet, war die einzige Ostdeutsche im Team. Und ich konnte nicht erkennen, dass meine westdeutschen Kollegen in irgendeiner Weise in Bezug auf Verkauf anders dachten als ich, die DDR sozialisiert war. Es gibt eine gewisse innere kulturelle Zurückhaltung. Wir sind kein Verkäuferland. Und natürlich habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, weil wenn ich Verkaufstrainings mache und das mache ich mit sehr viel Hingabe, weil es so ein bedeutsames Thema ist, dann stoße ich auf eine bestimmte Kultur. Also ich muss mir Gedanken machen, wo lassen die Unternehmen denn ihren Porsche mit angezogener Handbremse und 30 km/h durch den Markt fahren? Was muss passieren, damit sie die Handbremse lockern und aufs Gaspedal drücken? Und ich würde Ihnen gerne mal ein paar Hypothesen zum Nachdenken mitgeben. Und hier schließt sich auch der Kreis zu den vorhergehenden, vor allem zum ersten Vortrag, wo ich ein kleines bisschen über die Bedeutung von Kulturgeschichte für wirtschaftlichen Erfolg gesprochen habe. Und da habe ich auch Martin Luther, ne, Arbeit ist erste Christenpflicht, genannt. Und das mag etwas sein. Durch diese Reformationsleistung, durch diese gedankliche Leistung von Martin Luther haben wir hier in Deutschland eine Arbeitskultur, einen Arbeitsethos installiert. Das heißt, wertschöpfende Arbeit ist erste Christenpflicht. Und
Darüber hinaus hat er noch etwas anderes gemacht, was aber zu dem passt. Er hat gesagt, es ist für die Christen nicht akzeptabel, Einkommen durch Geld- oder Zinsgeschäfte zu haben. Er hat es ihnen de facto verboten. Und das mag sein, dass da auch so ein bisschen eine Sichtweise auf Geld und Geldgeschäfte entstanden ist, die sich bis heute durchzieht, so nach dem Motto, ist nichts Gutes. Ja, das ist eine Hypothese. Denken Sie drüber nach, machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Dann haben wir sicherlich auch, das ist die dritte Hypothese, noch eine Definition von Verkaufen, dass wir Verkaufen verstehen als jemanden etwas aufschwatzen, was der nicht will. Und dagegen haben wir eine Abneigung. Wir haben in Deutschland, und das ist sehr positiv, eine Abneigung gegen Manipulation. Ich merke das immer wieder, dass die einzelnen Menschen in meinen Seminaren bei bestimmten Techniken fragen, aber Frau Färber, ist das nicht Manipulation? Das möchten sie nicht und das ist sehr ehrenwert. Ja, das ist ein großer Respekt vor dem freien Willen des anderen. Aber heißt Verkaufen wirklich jemanden etwas aufschwatzen? Ich war kurzzeitig mal Sales Coach bei Bräuninger, Leipzig und Erfurt. Das hatte mit einer gewissen Historie in dem Unternehmen zu tun. Und da habe ich also auch die Verkäufer trainiert und da habe ich auch immer wieder gesagt bekomme, Frau Färber, ich bin ein ordentlicher Verkäufer, ich schwatze niemanden etwas auf. Und meine Chefin sagte da, Leute, ihr sollt niemanden was aufschwatzen, was er nicht kaufen will. Es wäre schon gut, wenn ihr aufhört, kaufwillige Menschen vom Kaufen abzuhalten durch euer Verhalten. Und das ist natürlich tatsächlich oft mal der Fall, auf eine sehr subtile Weise. Darauf komme ich noch. Also die Frage ist, ne, wie definieren wir Verkaufen? Die vierte Hypothese, jeder Verkäufer bekommt sehr viele Neins. Das ist normal. Ja, die Amerikaner sagen, go for no, geh raus und hol dir deine Neins. Das ist so. Ja, ich mache ein Angebot und ich bekomme darauf Ja's und ich bekomme darauf Neins. Und diese Neins werden vom limbischen System als soziale Ablehnung interpretiert. Das ist fast ein Reflex. Und davor haben wir Menschen eine Abneigung, sozial abgelehnt zu werden. Also haben wir ein Problem, uns ein Nein einzufangen und fragen gar nicht erst. Abgesehen davon, dass die meisten Verkäufer an den Geschäften sowieso falsch fragen. Darauf komme ich noch. Die organisieren sich ihre Neins schon alleine durch die Frage, die sie stellen. Fünfte Hypothese. Verkaufen verlangt eine sehr hohe soziale Kompetenz. Die Amerikaner sagen, if you don't know people, you don't know business. Wenn man die Menschen nicht kennt, kennt man auch das Geschäft nicht. Also verkaufen bedeutet, mich mit mir selber und mit Menschen auseinanderzusetzen, ein tiefes soziales Verständnis zu entwickeln und auch von der Gesprächsführung her sehr kompetent zu sein. Sechste Hypothese, es hängt vom Verkaufen wahnsinnig viel ab, die gesamte Existenz eines Unternehmens. Nicht ohne Grund und sehr treffend sagt Karl Marx, Verkaufen ist das Salto Mortale der Warenproduktion. Wenn ich da abstürze, war alles, was ich vorher gemacht habe, vergebens. Das heißt, man kann durch Versagen im Verkauf seine Existenz gefährden. Das heißt, hier geht es um richtig viel und damit natürlich treten auch Ängste auf. Und Ängste produzieren Fluchtreflexe. Das hatte ich Ihnen in den vorigen Seminaren erläutert. Es gibt möglicherweise noch andere Gründe. Ich habe Ihnen hier 6 Hypothesen zum Nachdenken zur Verfügung gestellt, die ich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder auf die eine oder andere Weise serviert bekommen habe und mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Also schauen Sie, was da eventuell für Sie plausibel ist und auf Sie zutrifft. Das heißt, fragen Sie sich einfach mal auf einer Skala von 1 bis 10, nicht wie gut bin ich, sondern wie viel Spaß macht mir Verkaufen? Wie viel Spaß machte es mir, Leistungen zu verhandeln? Wie viel Spaß macht es mir, Preise zu verhandeln? Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Alles über 5 wäre okay und alles unter 5 nicht akzeptabel, ist eine Form von Selbstsabotage. Aber fragen Sie sich auch mal, Sie sind ja auch Käufer, was denke ich denn über Verkäufer? Wie gehe ich in Geschäften gedanklich mit Verkäufern um? Was denke ich über erfolgreiche Verkäufer? Was sind da meine Annahmen? Was sind da meine Glaubenssätze? Schreiben Sie es ruhig mal auf und dann schauen Sie mal drauf, wie hilfreich das ist. Ich hatte Ihnen
schon viel darüber erzählt, dass Haltungen unser Verhalten prägt und dass Emotionen natürlich gewisse Verhaltensweise auslösen. Ich hatte Ihnen erzählt, das Ziel unseres Gehirns ist, uns vor Schmerzen zu bewahren, unsere Energie aufrechtzuhalten und sich unseren Interessen anzupassen. Unangenehme Emotionen führen daher zur Flucht und Vermeidung. Das heißt, das Erste, um ein guter Verkäufer zu werden, ist die Selbstreflexion. Und das ist tatsächlich so, gute Verkäufer sind sehr selbstreflektierte Menschen. Ja, also wenn der Gedanke an Verkaufen und Preise verhandeln unangenehme Gefühle auslöst, wird unser Gehirn alles meiden, was damit zu tun hat. Wenn wir etwas nicht wirklich wollen, wird uns unser Gehirn davon abhalten. Wenn also für uns Verkaufen und Verhandeln nichts ist, was uns interessiert und begeistert, dann entwickelt sich unser Gehirn auch nicht zu einem guten Verkäufer und damit zu einem guten Geldverdiener. Es geht hier darum, Möglichkeiten auszureizen, weil wenn wir eine Konjunktur haben, dann sind die Märkte weit. Da kann man sich viele Defizite leisten, weil da die Nachfrage in der Regel sehr groß ist und damit jedes Angebot relativ gut auch einen Käufer findet. Eine Krise bedeutet per Definition eine Marktverengung. Die Nachfrage sinkt und damit steigt der Druck in Richtung Verdrängungskonkurrenz. Das heißt, da können wirklich nur die Besten überleben, die am allerbesten verkaufen können und sich auf diese Weise in einem verengten Markt ihren Platz organisieren. Deshalb die besten Verkäufer überleben. Zu fragen, welche meiner Haltungen dienen meinem Erfolg, welche Haltungen verhindern oder schmälern oder erschweren meinen Erfolg. Und Sie wissen, Haltungen haben eine Schwester und das ist die Emotion. Die beiden arbeiten zusammen. Kaum etwas produziert so schnell und sicher unangenehme Emotionen wie Kritik und Ablehnung. Und ich wiederhole es nochmal. Als Verkäufer bekommt man viele Neins. Die guten und die schlechten Verkäufer unterscheiden sich nicht zwingend dadurch, dass die guten Verkäufer keine Neins bekommen. Im Gegenteil. Sie gehen nur anders damit um. Sie haben sich im Griff. Ja? In den USA sagt man, go for no, geh raus und hol dir deine Neins. Je mehr Neins du bekommen hast, je mehr Ja's wirst du auch kriegen. Also bei einer Erfolgsquote von 20%, wenn ich 10-mal rausgehe, bekomme ich 2 Ja's und 8 Neins. Wenn ich 100-mal rausgehe, bekomme ich 20 Ja's. Und auch 80 Neins, aber das ist der Preis für 20 Ja's. Aber der Unterschied zwischen 2 Ja's und 20 Ja's, das hält mich am Leben. Also dieser Umgang mit Nein ist eine ganz wichtige Sache. Mir fällt an der Stelle, es tut mir leid, immer meine Urgroßmutter ein. Die ist mit 94 gestorben, hat 2 Weltkriege überlebt, ihre Kinder großgezogen, sich um ihre Familie gekümmert, eine Landwirtschaft am Leben gehalten. Und war durch nichts mehr zu erschüttern. Als sie gestorben ist, war ich 16. Also ich habe sie noch sehr bewusst kennengelernt. Und die hat zu mir immer gesagt, wenn ich auch so, ja, wenn ich das jetzt mache, kann das passieren. Und soll ich wirklich, sagt sie, Leute, Kind, die Torte ins Gesicht gehört zum Leben. Geh raus und riskier's, ansonsten verpasst du's Leben. Die war da sehr unemotional. Und diesen Spruch habe ich wirklich oft noch im Kopf. Und das ist eigentlich tatsächlich eine gute Maxime für Verkauf. Die Torte ins Gesicht gehört zum Leben. Geh raus und riskier's. So what? Wird abgewischt und neu geht's weiter. Der Umgang mit Neins, der souveräne, entspannte Umgang mit Neins, ist einer der wichtigsten Qualitäten eines guten Verkäufers. Wenn jemand Nein zu Ihrem Produkt sagt, heißt das noch lange nicht, dass er Sie nicht leiden kann. Hoffe ich jedenfalls. Aber nicht zwingend. Ja, und so, und selbst wenn, dann ist es eben nicht Ihr Kunde. Dann gucken wir mal, wo kriegen wir denn ein Ja? Bleiben Sie auf der Suche. Immer dran denken, die Torte ins Gesicht gehört zum Leben oder go for no. Das Problem ist eben, wenn die innere Haltung und das äußere Geschehen beziehungsweise äußere Anforderungen nicht zusammenpassen, habe ich erst Stress und um diesen Stress zu vermeiden, setzen sich immer meine inneren Haltungen, meine inneren Werte durch. Und das ist fatal für meine Verkaufstrainings. Da habe ich eben verbale Zustimmung bei realer Verhaltensstarre.
Das ist Ausdruck souveräner Verweigerung. Das habe ich oft erlebt, dass ich Verkaufsseminare, also früher erlebt, Verkaufsseminare gemacht habe. Und die Leute waren sehr gut dabei und waren auch zufrieden und haben gesagt, ja, das war hochinteressant und ganz toll, viel gelernt. Und dann sind sie rausgegangen und haben nichts umgesetzt. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt's? Verbale Zustimmung bei realer Verhaltensstarre. Und seither habe ich mir angewöhnt, mich auch für die Werte der Teilnehmer zu interessieren. Weil Werte sind der Kern der Motivation oder Demotivation. Werte geben Sinn und Richtung vor. Die Quelle ist noch, jedenfalls aus meiner Erfahrung, unbekannt. Sie können nicht von außen installiert werden. Sie sind intrinsisch, aber ich muss mit ihnen umgehen. Die erste Frage ist immer, passen meine Werte mit dem Gedanken an Verkauf zusammen? Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, die Werte eines Verkaufsteams, das ich trainiert habe und wo ich tatsächlich angefangen habe, mit einem Arbeitsblatt, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erarbeiten konnten, was sind meine 3, 4 wichtigsten Werte. Das weiß man ja so nicht ad hoc. Und das Thema mit den Werten, hat eine Schlagkraft, die hätte ich so früher gar nicht wahrgenommen oder mir vorstellen können. Das ist eigentlich erst im Laufe der Jahrzehnte meiner Arbeit in den Unternehmen bei mir auch deutlich geworden. Sie können sich gerne auf meine Webseite unter Downloads dieses Arbeitsblatt runterladen. Da gibt es auch noch ein kleines Entree, einen kleinen Text, der erläutert nochmal, warum das wichtig ist. Und schauen Sie doch mal, was Ihre 3, 4 führenden Werte sind. Weil alles, was Sie tun, muss damit kompatibel sein. Das ist möglicherweise das, was Goethe im Faust mal meinte, wo er sagte, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und das ist die Kraft der Werte. So, wir haben das also gemacht. Hier sehen Sie, also Geld spielt hier keine Rolle, Wohlstand auch nicht. Das sind eher andere Dinge. Es ist ja auch nicht schlimm. Und wir haben erstmal eine Stunde lang darüber diskutiert, wie zum Beispiel der Wert Partnerschaft, Liebe mit der Aufgabe des Verkaufens kompatibel ist. Das war eine regelrecht philosophische Diskussion, die wir geführt haben. Und nachdem ich also im Gespräch mit Ihnen erarbeiten konnte, dass das nichts Konträres ist, sondern dass Liebe ja auch bedeuten kann, ich will das Beste für den anderen. Und schauen Sie auf das erste Zitat heute. Ne? Du kannst alles haben, wenn du anderen Menschen hilfst, das zu bekommen, was sie sich wünschen. Das kann durchaus als eine liebevolle Verhaltensweise definiert werden. Wie auch immer, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, diese Diskussion, waren Sie bereit, tatsächlich das, was ich an Techniken, an Methoden mitgegeben habe, aufzusaugen und zu übersetzen im Alltag. Also nochmal, meine Werte. Wie gut vertragen Sie sich mit Verkauf und Preise verhandeln? Wie gut vertragen sich meine Werte mit Geld? Ein Unternehmen ist eben auch ein Instrument, um Geld zu produzieren. Und wie gut kann ich meine Möglichkeiten ausreizen, wenn ich zu dem Thema begrenzende Glaubenssätze habe? Und ich bringe Ihnen hier mal was mit, was ich im Laufe der Jahrzehnte von Unternehmern und Unternehmerinnen gehört habe als Glaubenssätze zum Thema Geld. Ja, beim Verkaufen geht es darum, Geld zu verdienen. Das waren Sätze, Originalton von Geschäftsführern. Anständige Menschen sind nicht reich. Da hatte ich es natürlich sehr schwer, in dieser Firma den Umsatz zu steigern, wenn die ihren übrigens wirklich tollen Porsche, das war ein junges IT-Unternehmen mit tollen Leuten, also nicht nur menschlich, wirklich anständige Menschen, mit dem man auch mal wirklich einen Kaffee trinken geht und sich wohlfühlen kann dabei, sondern die hatten eine Wahnsinnsmotivation. Die haben das geliebt, was sie tun. Die waren sehr kollegial, sehr hilfsbereit, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes richtig anständige Menschen, aber sind einkommensmäßig am Existenzminimum langgeschrammt. Und als ich darauf natürlich hingewiesen habe, sage, was ist denn mit euch los? Ihr habt hier als Unternehmen einen Porsche von seiner Kraft und ihr fahrt den Porsche mit 30 km/h und angezogener Handbremse. Und der Geschäftsführer, ein junger, sehr sympathischer Mensch, der hat dann irgendwann sich so genervt gefühlt von meinem Insistieren, dass er mir unter Aufbringung aller Höflichkeit wirklich sagte, Frau Färber, lassen Sie mich mit dem Scheiß-Kohle-Thema in Frieden. Und jetzt kam's, anständige Menschen sind nicht reich. So,
Da hat er mich natürlich nicht losgehabt, sondern habe ich weiter insistiert und haben wir ein Geldseminar gemacht, um uns mal anzugucken, ob Anstand und Geld verdienen zusammenpassen. Oder ohne Geld wäre diese Welt eine bessere Welt. Einen größeren Irrtum könnte es nicht geben. Geld ist die Quelle allen Übels. Das arme Geld ist nur ein Stück Papier. Es gibt Wichtigeres als Geld. Das würde das Geld oder dem würde das Geld auch nicht widersprechen. Es hat auch nie behauptet, dass es das Wichtigste im Leben ist, sondern das ist eine Projektionsleistung. Ja? Geld macht nicht glücklich. Das kommt darauf an. Wenn ich auf mein Konto gucke und habe dort eine riesengroße, fette, rote Zahl, dann würde es mich durchaus glücklich machen, wenn stattdessen eine riesengroße, fette, schwarze Zahl stehen würde. Also mich macht's glücklich, aber natürlich nicht nur das. Man sollte geben, ohne zu nehmen. Ein fatales christliches Prinzip für die Ökonomie. Ich kann schon verstehen, was die Moral dahinter ist. Und tatsächlich ist es eine sehr bereichernde Erfahrung, geben zu können. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen Kinder kriegen, weil es sie bereichert, für Kinder zu sorgen. Und das ist ja, da gebe ich, ohne zu nehmen. Ich will nichts, außer dass die kleinen Mäuschen glücklich sind und sich gut entwickeln. Das macht das Leben reich. Also ein Geben ohne Nehmen macht durchaus im sozialen Sinne das Leben reich, aber in der Wirtschaft macht es mich arm. Abgesehen davon, wenn ich gebe ohne zu nehmen, dann ist das nur möglich, weil da jemand ist, der nimmt ohne zu geben. Und das halte ich für keine gute Einstellung eines erwachsenen Menschen. Also Ihre Kunden dürfen sich auch ruhig anständig verhalten und sagen, okay, es macht auch mich glücklich zu geben, nachdem ich genommen habe. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde den Menschen Freiheit geben, kreativ zu werden. Also ehrlich gesagt, meiner Meinung nach erzwingt kein Bereich unseres Lebens, erzwingt mehr Kreativität als Arbeit. Das wäre ein hochinteressantes Thema für ein Glas Wein am Kamin, aber auch ein sehr notwendiges Thema, was wir als Gesellschaft mal führen sollten. Auch hier der alte gute Goethe, der sagte, nur im Muss kann der Mensch zeigen, wie es inwendig mit ihm steht. Willkürlich leben kann jeder. Also das hat Pro und Contra. Ich halte das für ein diskussionswürdiges Thema. Und zum Letzten, die Idee, Geld ist eine begrenzte Ressource, eines der schlimmsten Glaubenssätze, die ich immer wieder in meinen Geldseminaren auch mitbekommen habe. Das war sehr interessant. Bis zum heutigen Tage haben alle Menschen, die meine Geldseminare mitgemacht haben, egal ob es Mitarbeiter waren oder ob es Verkäufer waren oder ob es Unternehmer und Unternehmerinnen waren, herausgearbeitet, dass ihre familiäre Prägung ihnen beigebracht hat, mit einer begrenzten Menge Geld ökonomisch umzugehen, sparsam zu sein. Das ist eine gute Eigenschaft, nichts gegen zu sagen. Aber kein einziger hat je erzählt, dass seine Familie ihm beigebracht hätte, wie man unbegrenzt Geld produzieren könnte. Das ist offensichtlich kein Erziehungsthema. Historisch kann ich mir das gut erläutern oder gut erklären. Die Wirtschaften, die Volkswirtschaften waren eben über die Jahrtausende nicht so leistungsstark, dass sie einen Überfluss hätten produzieren können. Das heißt, der Umgang mit begrenzten Ressourcen war tatsächlich eine sehr wichtige Überlebensfähigkeit. Wir haben heutzutage mit unseren Wirtschaften das gegenteilige Problem. Wir wissen nicht, wohin. Ich meine, dass Deutschland so ein Außenhandelsexperte ist und so viel verkauft ins Ausland und solche Überschüsse erwirtschaftet, ist ja ein Beweis, dass wir für Leistungsstärke gar nicht wissen, wohin. Als 1990 durch die Einführung der D-Mark 17 Millionen Ostdeutsche sozusagen als Konsumenten westdeutscher Produkte mit auf den Markt traten, war das für die westdeutsche Wirtschaft überhaupt kein Problem. Die haben mit dem Fingerschnips das hervorragend bedienen können. Also aber wir haben unser Denken nicht angepasst. Eine Commerzbank-Studie aus 2018 zeigt, wie gewichtig die Geldhemmschwellen in der deutschen Bevölkerung sind. Tabuisierung von Geld, Finanzwissen hat schlechten Ruf, Komplexität verursacht Angst und Sicherheit, Abstraktion des Themas schreckt ab, Vertrauen auf andere macht unmündig oder auch die Haltung, Beschäftigung mit Geld lohnt sich nicht. Auf die Frage, wie würdest du einem Außerirdischen erklären, was Geld ist? Ne? Warum bekomme ich für dieses Stück Papier im Geschäften, was ich haben will? Erklären Sie das meinem Alien, dem Außerirdischen, von mir aus Alf, keine Ahnung. Was würden Sie sagen? Diese Frage habe ich in den letzten über 20 Jahren oft gestellt und ich habe zu 99% keine Antwort darauf bekommen. Was ist Geld?
Henry Ford sagt, Geld ist das natürliche Ergebnis einer guten Dienstleistung. Ich bringe anderen einen Nutzen und ich kriege eine Quittung. Das heißt, dieser Geldschein ist nichts anderes als eine Quittung. Ja, eine Banknote, Note ist eine Art Notion, eine Art Ankündigung, ja, eine Bestätigung. Das heißt, dieses Stück Papier mit 100 Euro draufgeschrieben ist eine Bestätigung. Der Besitzer dieses Geldscheines hat im Wert von 100 Euro einem anderen einen Nutzen gebracht, eine gute Dienstleistung, die der auch als solchen für sich anerkannt hat und hat jetzt das Recht von dem Gemeinwesen wiederum im Wert von 100 Euro etwas zurückzubekommen. In einer funktionierenden, richtig laufenden Volkswirtschaft müsste es eigentlich heißen, oh, guck mal, der ist sehr reich, der muss enorm viel fürs Gemeinwesen getan haben. Ich glaube, wir brauchen nicht viel zu diskutieren, dass wir von dieser Kultur noch ein Stück weit entfernt sind. Und das ist sehr schade. Also eine gesunde Volkswirtschaft besteht aus Äquivalentenaustausch, geben gleich nehmen. Und Verkaufen vermittelt diesen äquivalenten Austausch. Lassen Sie mich kurz eine kleine Arabeske aus aktuellem Grund machen. Die meisten Unternehmer, übrigens sogar Steuerberater habe ich erlebt, einige können gar nicht sagen, in welchem Währungssystem, in welchem Geldsystem wir im Moment leben. Sie kennen auch den Unterschied zwischen Geld und Währung nicht. Sie sind in diesen Bereichen nicht sehr gut informiert, was immer die Ursache ist. Lassen Sie mich kurz anhand dieser Tabelle den Unterschied zwischen Geld und Währung ausmachen, weil das hat einen praktischen aktuellen Wert. Geld muss ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen und ganz bestimmte Fähigkeiten haben. Es muss zum Beispiel Mittel für Austausch von Waren und Dienstleistungen sein. Das ist die Währung, dieser Geldschein auch. Ja. Einheit zur Bemessung und zum Zählen. Jawohl. Ist teilbar, ja, leicht transportabel, haltbar, teilbar in vergleichbare Einheiten. So ist Geld und Währung, ne, also Papierscheine, jawohl, das können die alles machen. Aber jetzt kommt der erste große Unterschied. Geld muss die Fähigkeit haben, eine Wertaufbewahrung über einen sehr langen Zeitraum zu sein. Deutschland hat zwischen 1945 und 2002, also auf deutschem Boden, ne, Ostdeutschland und Westdeutschland zusammen, hat von 45 bis 2002, also 57 Jahre, 5 Währungen gehabt. Reichsmark, Rentenmark, D-Mark, DDR-Mark, Euro. 5 Währungen. Und jede Währungsumstellung war mit Wertverlusten verbunden. Ich habe vor einiger Zeit im Museum für Frühgeschichte in Halle mir eine Ausstellung angeguckt über Geschichte der Reitervölker und da gab es eine Vitrine, da waren kleine Goldmünzen aus dem Römischen Reich von vor über 2000 Jahren drinne. 2000 Jahre alt, die hättest du aus der Münze, aus dieser Vitrine nehmen können und die hätten heute noch einen größeren Wert im Sinne der Kaufkraft als damals. Die hättest du nehmen können, zur Bank gehen oder die hättest du sofort in Geld überall auf der Welt in Währung umtauschen können. Das heißt, hier fängt es an. Edelmetalle haben diese Fähigkeiten, Währung nicht. Geld besitzt selbst Wert und Gebrauchswert. Bei Währung tritt das natürlich nicht ein. Bei Silber und Gold durchaus. Ist an allen Kulturen, Orten und Zeiten als Ausdruck von Wert anerkannt? Ja und nein. Und je nachdem, was für eine Währung es ist. Also es gibt sicherlich Länder, deren nationale Währungen erst umgetauscht werden müssen in international anerkannte Währungen, um damit international kaufen zu können. Kann nicht beliebig vom Mensch vermehrt werden. Das ist definitiv bei Währungen nicht der Fall. Und das ist eine große Falle, die wir seit über 50 Jahren, seit in den USA 1971 der Goldstandard abgeschafft wurde für den Dollar, uns tatsächlich mehr und mehr in die Bredouille bringt. Wir haben das Geldsystem, das sich Fiat-Währungssystem nennt. Fiat hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern kommt aus dem Lateinischen, es werde. Und das bedeutet, ich drucke einfach Geld, ohne dass da Leistung dahinter steckt. Das machen die Zentralbanken in der Europäischen Union und auch die Federal Reserve in den USA. Das heißt, wir haben eine Riesensumme künstlich vermehrten Geldes, was durchaus einen Inflationsdruck hervorruft. Und dem entgegen tritt jetzt der BRICS-Staatenverbund mit der Idee, eine goldgedeckte Handelswährung zu machen. Also ich
ich gebe es Ihrer Fantasie frei, was das für uns bedeuten kann und was Sie für Konsequenzen daraus ziehen. Geld ist immer Ausdruck menschlicher Arbeit. Natürlich, eine Währung muss ich drucken, aber die Masse an Arbeit, die in 100 Gramm Gold oder Silber steckt, das ist eine ganz andere Dimension. Das heißt, Währung hat eine ganze Reihe von Eigenschaften, die Geld hat, aber das wirkliche Geld ist im Endeffekt das Edelmetall. Das würde ich einfach nur mal mitgeben. Und es heißt nicht ohne Grund, Gold ist geprägte Freiheit und Stabilität. Erstens entzieht sich Gold der staatlichen Kontrolle. Im Großen und Ganzen, in Deutschland soll es über 9000 Tonnen Gold im Privatbesitz geben. Das ist eine interessante Sache. Die Deutschen sind ganz, ohne viel Aufsehen zu erheben, eine Goldnation. Wir haben eine hohe Affinität zu Gold. Was möglicherweise sich noch als Riesenvorteil herausstellt, werden wir sehen. Aber man darf auch sagen, eine goldgedeckte Währung ist auch eine Friedenswährung, denn sämtliche Goldstandards wurden wegen Krieg aufgehoben. 1914 in Deutschland, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren, und 1971 in den USA, weil die Kriegsführung, vor allem in Vietnam, sozusagen zum Geldmangel führte. Und wenn es noch eine goldgedeckte Währung gegeben hätte, dann wäre er nicht mehr zu finanzieren gewesen. Also spricht sehr vieles dafür. Ich habe ihn hier mal mitgebracht aus dem Jahre 1914. Herzogtum von Anhalt, das waren 3 Mark damals 1914 aus Silber und die haben noch heute ihren Wert. Ich empfehle Ihnen, gucken Sie ruhig mal im Internet, da gibt es interessante Vorträge, aber ein gutes Verständnis von Geld bewirkt, dass Sie im Verkauf unemotional sind, weil Sie in den Verkauf dann auch nicht mehr die Emotionen mittragen, hineintragen, die Sie mit Geld verbinden. Ein Verkauf bedeutet ultimatives Geld erwirtschaften. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie ein sehr sachliches Verhältnis zum Geld haben. Ich habe Ihnen hier mitgebracht, den Ernst Wolf, einen Vortrag, den ich aus meiner Sicht von Volkswirtschaft nur empfehlen kann, die Geschichte des Geldes von der Tauschwirtschaft zum Hochfrequenzhandel. Ich glaube, das dauert 1,5 Stunden, der Vortrag, aber der lohnt sich. Gut, das dazu. Kommen wir zurück zum Thema Verkaufen. Das moderne Verständnis von Verkaufen ist, es ist eine soziale Spitzenleistung. Und ich würde sogar sagen, eine soziale Spitzenklöppelei. Was verkaufe ich eigentlich? Da fängt es an. Es gibt ein sehr schönes Bonmot. Ich denke, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe die Quelle, ehrlich gesagt, irgendwie aus dem Auge verloren. Aber die Geschichte ist so schön, selbst wenn sie nicht wahr ist, ist sie sehr interessant und lehrreich. Dr. Ernst Dichter, der aus Wien nach New York auswanderte, wurde als Tiefenpsychologe und Motivationsforscher ein unentbehrlicher Ratgeber der amerikanischen Werbewirtschaft. Herr Doktor, fragte ihn der Vorstand einer großen Damenschuhfabrik, was sollen wir machen, um mehr Schuhe zu verkaufen? Meine Herren, antwortete Herr Dichter, es fängt damit an, dass man Frauen keine Schuhe verkauft. Frauen verkauft man schöne Füße. Und das ist das Erste, was ich als Verkäufer verstehen muss. Hören Sie auf, Ihr Produkt zu erklären. Wenn man gefragt wird, selbstverständlich. Fangen Sie immer an mit dem Nutzen, mit der positiven Veränderungswirkung, die Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung für den Kunden hat. Niemand kauft das Produkt und die Dienstleistung. Wir kaufen die Wirkung des Produktes und der Dienstleistung auf unser Leben. Das Erste ist also, was ich von meinen Kunden verstehen möchte, was ist eigentlich die Sehnsucht dahinter? Was soll das für dich bewirken? Welches Bedürfnis, welcher Wunsch steht dahinter? Das ist sehr wichtig, weil sie ansonsten die Verkaufsmöglichkeiten verschmälern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, zu Bräuninger kommt eine Dame und will zum Ball gehen und will ein rotes Ballkleid und fragt die Verkäuferin, haben Sie ein rotes Ballkleid? Wir haben kein rotes Ballkleid. Was sagt eine traditionelle Verkäuferin? Oder es tut uns leid, wir haben keins. Kommen Sie doch mal in 3 Wochen wieder, vielleicht haben wir dann ein rotes Ballkleid. Ich kann es Ihnen aber nicht sagen. Das ist schlechtes Verkaufen. Ehrlich, aber schlecht.
Und zwar in doppelter Hinsicht schlecht. Schlecht für das Unternehmen und auch schlecht für die Kunden. Ein guter Verkäufer würde sagen, wir haben zwar kein rotes, aber erzählen Sie mir doch mal, wie Sie auf den Gedanken kommen, dass es unbedingt ein rotes Kleid sein möchte. Wie wollen Sie denn wirken auf dem Ball? Was sind denn da so Ihre Vorstellungen? Und dann erzählt die vielleicht, naja, wissen Sie, beim letzten Ball hat da die und die von dem und dem Mann, die hat ein rotes Ballkleid angehabt und alle haben sie bewundert. Und ich will auch so wirken, dass man sie bewundert. Okay, also wenn es darum geht, dass man sie bewundert, da hätten wir was ganz Schickes. Darf ich Ihnen das mal zeigen, wenn es um Bewunderung geht? Das heißt, und wenn Sie das so machen, also das ist tatsächlich eine reale Situation gewesen und die Frau ist sehr glücklich von Bräuninger raus mit einer riesengroßen Tasche und die ist bewundert worden, das können Sie mir glauben. Wir haben also, die Verkäuferin hat einen tollen Job gemacht, aber eben erst, nachdem sie das rote Kleid hinterfragt hat. Die Leute kommen nicht mit ihren Bedürfnissen, die kommen mit der Idee, wie man das Bedürfnis erfüllen kann. Und diese Idee ist dann der Kundenwunsch. Und es wäre ein großer Fehler, diesen Kundenwunsch nicht auf das eigentliche dahinterliegende Bedürfnis zu hinterfragen. Also man verkauft Frauen keine Schuhe. Man verkauft ihnen die Wirkung, schöne Füße. Schauen wir uns mal an. Die deutsche Sprache ist in ihrer Doppeldeutigkeit sehr präzise und treffsicher. Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, wie das Wort Kunde überhaupt definiert wird. Und da steht unter anderem, kommt vom althochdeutschen Wort Kundo, das so viel wie Einheimischer, Bekannter, Kundiger bedeutet, taucht erstmals zwischen den Jahren 863 und 871 auf. Das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 1868 enthält eine Vielzahl von Bedeutungsrichtungen, die sowohl den Wandel als auch die unterschiedlichen regionalen Gebräuche des Wortes reflektieren. Danach, und jetzt kommt's, bedeutet das althochdeutsche Hundo Bekannter, neben Hundeo Zeuge, und behielt die Bedeutung, der bekannt ist, den man kennt, der Einheimische, der Vertraute, auch im Mittelhochdeutschen bei. Genau das bedeutet es auch heute noch. Machen Sie sich den Kunden, dem Sie etwas verkaufen wollen, erst einmal vertraut, bekannt, erkunden Sie ihn. Der Kunde ist jemand, den man erkunden muss und nicht sofort beschlabbern muss. Ja? Also ich habe immer meinen Verkäuferinnen gesagt, Leute, ihr sollt nicht beraten. In dem Wort beraten steckt nicht ohne Grund das Wort raten drinne. Ihr sollt nicht raten, was für jemanden das Beste ist, sondern ihr sollt es erkunden. Ihr sollt es dahin bringen, dass es euch sagt. Das ist, was ich meine, verkaufen ist eine soziale Spitzenleistung. Ich muss mich mit meinem Kunden wirklich beschäftigen. Das heißt, ich muss es dahin treiben, dass ich ihn letztendlich besser verstehe als er sich selbst. Ich muss meine Leistungsfähigkeit zum Nutzen und auch zum Wohle anderer überprüfen und entwickeln. Ich muss mein Interesse mit denen anderer abgleichen. Und ich muss erstmal eine Beziehung herstellen, indem ich das Gespräch führe. Sie sehen schon, das hat nichts damit zu tun, jemanden über den Tisch zu ziehen oder irgendjemanden was aufzuschwatzen, wo er es kauft, nur um seine Ruhe zu haben und es zu Hause bedauert. Das ist nicht eine ordentliche, moderne und, würde ich sagen, wirklich professionelle Auffassung von Verkauf. Und dass so eine Art von Power-Selling-Verkaufen nur eine geringe Halbwertszeit hat, das ist sehr positiv. Also das Erste ist, was bin ich als Verkäufer? Wenn ich sage, wir müssen erstmal uns den Kunden erkunden, dann bedeutet das auch, dass ich erstmal schaue, wie verwendet er überhaupt seine Sprache. Das heißt, was bedeutet bei ihm was? Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht, woher das ist, weiß ich auch nicht mehr, aber das ist so klasse. Wer immer das erfunden hat, soll sich melden. Ich bedanke mich bei ihm in jeder Hinsicht. Da ist ein Text, gucken Sie mal drauf, ob Sie es lesen können. Ich denke, Sie können es lesen. Und ganz unten steht, das geht deshalb, weil das menschliche Gehirn nicht jeden Buchstaben liest, sondern das Wort als Ganzes. Ja, das ist ein Teil des Grundes. Der andere Teil des Grundes ist, weil wir alle diese Worte kennen.
wenn ich einem Ausländer, der zwar, also jemand, der nicht Deutsch kann, der zwar lesen und schreiben kann, der auch das Alphabet kennt, wenn ich dem diesen Text vorsetzen würde, würde er nichts damit anfangen können, weil er die deutschen Worte nicht kennt. Das heißt, wir können wirklich sowas wie Plabbeln machen, weil unser Gehirn weiß, worum es ja eigentlich geht. Wir haben uns auf eine Sprache geeinigt. Wir haben unsere Sprache angeglichen. Das passiert in der Kindheit automatisch. Und das ist etwas, was Sie mit Ihrem Kunden auch machen sollen. Die Sprache angleichen, also zuhören. Was meint er denn überhaupt? Kommunikation ist der Schmierstoff generell in der Wirtschaft. Wenn Sie daran sparen und wenn Sie zu schnell ins Verkaufen gehen und nicht erstmal Beziehung aufbauen und Erkundungen einziehen und den Kunden auch ankommen lassen, dann haben Sie ein Problem. Kommunikation ist der Königsweg zur Gemeinsamkeit im Handeln und Denken. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, Griechischen wohl auch, communem, und heißt gemeinsam. Und das ist es, was Verkaufen bedeutet. Eine Gemeinsamkeit herzustellen. Ich habe, was du willst. Und du willst, was ich habe. Das ist Gemeinsamkeit. Ja, und natürlich bekomme ich auch jede Menge Informationen über die Kommunikation, die es mir erlauben, mich richtig zu verhalten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ich habe Ihnen hier mal kurz ein paar Punkte aufgezeigt, die gesunde Kommunikation definieren. Nicht jeder kommuniziert so. Es gibt auch das, was wir schwarze Rhetorik nennen. Das ist eigentlich Missbrauch von Kommunikation, um Gemeinsamkeit zu verhindern und stattdessen Dominanz aufzubauen. Ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, aber ich wollte es trotzdem mal genannt haben. Auch was Ihre Kunden anbetrifft, dürfen Sie wählerisch sein. Ein Kunde, der die nötige Höflichkeit vermissen lässt, der in ein Verkaufsgespräch geht, um sie zum Verlierer zu machen, um sie zu dominieren, ist kein guter Kunde. Und das erkennen Sie oftmals tatsächlich am Kommunikationsstil. Ein gutes Geschäft hinterlässt zwei Gewinner. Und die Kommunikation ist dazu da, diese zwei Gewinner sozusagen zu verhandeln. Sich in einem Verständnis hineinzuentwickeln, in ein Verständnis hineinzuentwickeln voneinander, dass wir sagen am Ende, wir gehen beide raus aus dem Geschäft und wenn wir uns auf der Straße sehen, dann freuen wir uns und sagen uns freundlich guten Tag. Wir schaffen im Verkauf keine Verlierer, generell. Ja? Auch Sie dürfen kein Verlierer sein. Das ist eine wichtige Haltung für Preisverhandlungen. Das heißt, fragen Sie sich darin, wie gut bin ich darin, Erwartungen und Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen, Angebote passgerecht zu entwickeln, nachdem ich sie verstanden habe und dann kann ich sie auch richtig kommunizieren. Ich kann Erwartungen kommunizieren, ich kann den anderen einladen, seine Erwartungen zu kommunizieren, ich kann souverän Preise verhandeln und ich habe ein emotional positives und in der Sache professionelles Selbstbild als Dienstleister und Verkäufer. Das ist das Nonplusultra. Wenn Sie dieses Selbstbild, dieses positive Selbstbild nicht haben, dann haben Sie ein kleines bisschen ein Selbstsabotageprogramm in sich, was Ihnen immer wieder sozusagen ein Bein stellt. Und dann können Sie nicht souverän Gewinner verhandeln. Zum Thema Preisverhandlung. Es gibt ein sehr schönes Buch von Tim Taxis, der ist in Deutschland sozusagen der Guru für das Thema Preisverhandlung. Ich finde ihn auch wirklich klasse. Er ist sehr in Ordnung. Also vielleicht kaufen Sie sich's. Der beschreibt da sehr vieles, wie man Preise verhandelt. Das kann ich jetzt in so einem Vortrag natürlich nicht vertiefen. Aber wichtig ist, bitte verabschieden Sie sich von dem Glauben, dass der Preis alles entscheidend ist. Das ist der größte Selbstsaboteur überhaupt. Es gibt natürlich den sogenannten Billigkunden, der guckt, ja, wo sind Schnäppchen zu machen. Aber es gibt auch Leute, die einen Daimler kaufen und einen Audi. Und es gibt Leute, die einen Fiat kaufen. Und jeder weiß, dass ich einen Daimler nicht zum Preis vom Renault Clio kriege. Das ist völlig in Ordnung. Alle Autos sind in Ordnung. Aber
Es werden wirklich alle Produkte und Preiskategorien verkauft. Ich hatte mal vor Jahren ein Außenvertriebsteam von einem sehr speziellen antiken Produkt, hohe Qualität, und die haben mir immer erklärt, sie können nicht mehr verkaufen, weil die Mitbewerber billiger sind. Die Mitbewerber hatten gar nicht die Qualität, aber unabhängig davon, das war nicht rauszubringen. Und dann habe ich mich wirklich eines Tages mal ins Auto gesetzt, bin in Halle die Supermärkte abgefahren und habe mal geguckt, was Kräuterquark kostet. Und habe das alles schön aufgeschrieben, eine Tabelle gemacht, weil das Ergebnis war, dass streckenweise in einem Regal nebeneinander verschiedene Marken Preisabweichungen von bis zu 300% hatten. Und die haben alle gelebt. Also der Preis ist ein wichtiges Thema, aber Sie dürfen nicht glauben, dass er alles entscheidend ist. Wenn ein Preis alles entscheidend ist, haben Sie entweder den falschen Kunden gerade oder Sie haben eine falsche Verkaufsverhandlung betrieben. Das kann man lernen, aber das ist erstmal eine Haltung. Und bitte verabschieden Sie sich von dem Glauben, der Kunde wüsste genau, was er will. Ich habe alles Mögliche vertrieben. Ich habe Mode verkauft, Immobilien verkauft, Kunst verkauft, Wissenschaft verkauft, jetzt verkaufe ich mich. Ich sag's Ihnen, jeder Kunde kommt mit einer Arbeitshypothese. Möglicherweise trifft der Wunsch, den er Ihnen äußert, tatsächlich sein Bedürfnis 1:1. Aber ich würde es noch einmal überprüfen. Behandeln Sie bitte Kundenwünsche als Arbeitshypothese. Und damit meine ich nicht, dass der Kunde ein bisschen blemblem ist und nicht weiß, was er will. Auf gar keinen Fall. Das Ding ist, er hat ein Bedürfnis, aber er kennt den Markt mit Angeboten für sein Bedürfnis nicht ansatzweise so gut wie Sie als Experte. Das heißt, er bedient seinen Kundenwunsch mit einer Befriedigungsidee vor dem Hintergrund eingeschränkten Wissens über die Möglichkeiten. Was alles möglich ist, um sein Bedürfnis zu befriedigen, das wissen Sie als Anbieter. Sie sind der Experte. Es gibt diesbezüglich ein Wissensgefälle. Es ist, wie wir sagen, eine asymmetrische Kommunikation zwischen Kunde und Verkäufer im Hinblick auf Wissen über Produkt und Dienstleistung. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie nochmal schauen, worum geht's denn eigentlich, und dann gucken, ob es nicht sogar eine viel bessere Möglichkeit gibt, dieses Bedürfnis zu bedienen, als das, was der Kunde sich vorgestellt hat. Darum geht es. Und das ist die allerwichtigste Phase des Verkaufs. Das macht Verkauf professionell. Alles andere ist, ich finde, nicht sehr professionell. Also, der Preis ist nicht alles entscheidend und ein Kundenwunsch ist eine Arbeitshypothese. Ordnen Sie ein Verkaufsgespräch in Phasen. Die erste Phase beginnt, bevor der Kunde überhaupt erscheint, nämlich Selbstwahrnehmung und Korrektur. Wie bin ich denn gerade drauf? Wie hoch ist mein Adrenalinspiegel? Wenn der hoch ist, bitte kriegen Sie den runter, weil ansonsten erhöht sich der vom Kunden ebenfalls, dann sind wir auf der falschen Schiene. Also, wie gerade bin ich drauf? Was habe ich für Erwartungen? Mache ich mich im Gedanken bereits zum Verlierer? Ja? Wovor habe ich Angst? Oder denke ich auch über den Kunden nicht gut? Das wäre ein Problem. Also die erste Phase ist, kurz mal durchatmen. Ich gehe jetzt ins Gespräch. Wie bin ich denn gerade drauf? Wichtiger Punkt ist tatsächlich, wie hoch ist mein Adrenalinspiegel? Welche Stereotype habe ich im Kopf, die völlig unbewiesen sind? Wissen Sie selbst, Statistiken sind immer nur empirische Dinge. Ne? Die sagen, oh, in 80% der Fälle war es so und so. Ja, ich weiß aber nicht, ob im Moment der konkrete Mensch zu den 20% gehört. Das heißt, wenn ich nach dem Prinzip, nach den Erkenntnissen für die 80% mich verhalte, dann behandle ich den Kunden vor mir gerade falsch. Also immer wieder von Neuem, ohne großartige Stereotype, Erwartungen oder Ängste ins Gespräch zu gehen. Diese erste Phase unterscheidet Profis von Nicht-Profis. Das meine ich. Ein guter Verkäufer ist hervorragend in Selbstreflexion. Der kann seine Gedanken reflektieren und der kann sich auch einstimmen. Was eine gute Einstimmung ist, ist, wenn Sie einen Kunden sehen oder wenn Sie schon an ihn denken, wenn Sie ihn vielleicht schon kennen im Vorfeld, dass Sie, bevor es losgeht oder wenn Sie ihn sehen, sofort in Gedanken den Satz vervollständigen, ich schätze an dir. Ist völlig egal, wie Sie den Satz
vervollständigen. Ich schätze an dir, was weiß ich, dass du trotz Regens zu mir kommst. Ich schätze an dir, dass du trotz Sonnenschein zu mir kommst. Ich schätze an dir, dass du dich schick gemacht hast für unser Gespräch. Ich schätze an dir, dass du dich nicht erst schick gemacht hast, sondern so, wie du bist gekommen. Es ist völlig egal, weil das Thema ich schätze an dir stimmt sie positiv, wertschätzend zum Kunden ein. Und das wird ihre Mimik, ihre Stimmfrequenz und ihre Haltung, Körperhaltung beeinflussen. Es gibt hochinteressante Erkenntnisse zum Thema Körpersprache, Mimik und so weiter. Und wenn Sie das interessiert, das ist wirklich faszinierend, beschäftigen Sie sich damit. Ich bezweifle aber, dass Sie sich im konkreten Gespräch darauf konzentrieren können, was Sie da gelernt haben, das machen können und noch irgendwie entspannt und authentisch wirken. Abgesehen davon, was die Mimik anbetrifft, es gibt eine Makromimik und eine Mikromimik in unserem Gesicht. Die Makromimik können wir mit dem Verstand steuern. Ich kann also hier breit lächeln, das kriege ich hin, aber Sie werden sofort wissen, dass es ein künstliches Lächeln ist, weil die Mikromimik nicht mitspielt. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb die Gesichter, die irgendwie aufgeblasen wurden mit oder unterspritzt wurden, ne, bestimmte Damen, die das gerne machen, uns oftmals so einen unangenehmen Eindruck vermitteln. Diese Maßnahmen reduzieren die Mikromimik. Und das ist etwas, was unser Unterbewusstsein nicht gerne hat, weil dann unser Gesicht nicht lesen kann. Das Gesicht liest uns und es liest natürlich die Mikromimik. Und da haben Sie mit dem Verstand keinen Zugriff drauf. Ich wiederhole hier nicht eigene Erkenntnisse, sondern die Erkenntnisse von Forschern, von Leuten, die Verhörer machen, FBI, da gibt es ja tolle Serien auch. Also es ist ein interessantes Thema. Aber wenn Sie in Ihrem Inneren Ihren Kunden nicht schätzen, dann wird das gesamte Kundengespräch negativ eingefärbt und auf einer unterbewussten Ebene produzieren Sie beim anderen Fluchtreflexe. Und kein Kunde ist bereit, sein teuer verdientes Geld jemanden zu überlassen, von dem er nicht geschätzt wird. Also das ist eine wichtige Sache, ich schätze an dir. Ansprache des Kunden, da könnte ich viel zu sagen. Die meisten Menschen, die meisten Verkäufer gehen zu schnell in den Verkauf. Die lassen die Kunden nicht ankommen, bauen nicht erstmal eine Beziehung auf, lassen sich überhaupt nicht die Zeit und dann fragen die auch falsch. Die fragen meistens mit sogenannten geschlossenen Fragen. Kann ich was für Sie tun? Das ist eine geschlossene Frage. Auf geschlossene Frage gibt es 50% Wahrscheinlichkeit ja, 50% Wahrscheinlichkeit nein. Das heißt, alleine mit der Art des Fragens organisieren Sie sich 50% Risiko, ein Nein zu kriegen. Noch viel schlimmer sind Suggestivfragen wie, Sie kommen zurecht? Was soll ich denn darauf antworten? Ja, ja, alles okay. Das heißt, ich mache in dieser Art Frage selbst das Ja vom Kunden zu einem Nein mir gegenüber. Also Fragetechniken ist eine wichtige Sache. Das ist das, was die Chefin von Bräuninger sagt. Ihr sollt aufhören, die Kunden vom Kaufen abzuhalten. Diese Ansprache hält Kunden ab, schafft erstmal eine Distanz. Wunschermittlung und Präzisierung, ja, worum geht's wirklich? Also hier komme ich ins Gespräch, lasse ich erstmal erzählen, ja. Und dann natürlich die Wunscherfüllung, immer wissen, Service gehört zum Produkt. Ein kleines bisschen Overdelivering, also ein kleines Geschenk gehört dazu. Das muss gar nicht materiell sein, das kann durchaus auch immateriell sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel mal bei Bräuninger eine Kundin, die für ihren Mann ein Hemd kaufen wollte, weil der nie selber einkaufen geht, hat sie das immer gemacht und erzählte mir, naja, ich weiß zwar so etwa die Größe, aber manchmal passt es doch nicht. Und dann habe ich ihr nur mal erläutert, dass in den verschiedenen Marken die Größen zwar unterschiedlich sind, aber dass alle Marken in der Verpackung des Hemdes hinten drei Maße aufführen und dann davon ableiten die Größe. Ich sage also, Sie brauchen nur diese drei Dinge bei Ihrem Mann einmal zu messen und kommen mit diesen drei Maßen ins Geschäft, dann können wir hier die 100% passende Größe rausfinden, ganz egal welche Marke. Und ich sage, ach, das ist aber schön, dass ich hier was gelernt habe. Es macht Sinn, mal mit Verkäufern zu sprechen. Die hat kein Hemd gekauft, aber die habe ich als Kunde natürlich bewahrt. Die wird wiederkommen. Und jetzt wird sie bei Bräuninger, also ich hoffe, dass es immer noch so ist, wie auch immer, egal wo, wird sie in der Lage sein, für ihren Mann
die passenden Hemden zu kaufen. Ist ein Geschenk. Und natürlich Vorbereitung der nächsten Begegnung und Verabschiedung. Gestalten Sie das Gespräch, gestalten Sie den Prozess so, dass Ihre Kunden, wenn sie an Sie denken, ein angenehmes Gefühl haben. Wenn Sie eine E-Mail von Ihnen sehen oder ein Anruftelefon, dass es ein angenehmes Gefühl bei Ihnen hervorruft. Das ist wichtig. Das ist Kundenbindung. Das wären die 7 Phasen des Verkaufsgesprächs. Wenn Sie die einmal einhalten, werden Sie ziemlich nah am Erfolg sein. 100% Garantie für Erfolg gibt es nicht. Also alle, die Ihnen Seminare anbieten, hier lernen Sie, wie Sie jedem alles verkaufen zu 100%. Das ist Scharlatanerie und das ist auch nicht, worum es geht. Beziehung aufbauen ist der erste Schritt. Wenn die Menschen dich mögen, werden sie dir zuhören, aber wenn sie dir vertrauen, werden sie mit dir Geschäfte machen. Das ist das Prinzip guten Verkaufs. Vertrauen schaffen mit der Allzweckwaffe der Frage. Es gibt kein besseres Kommunikationstool als die Frage. Ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Haben wir. Gut, dann kann ich auch eine kleine Story erzählen, weil die das unterlegt. Ja, also ich habe meinen Verkäuferinnen gesagt, bei Bronja, Leute, hört auf zu quatschen. Quatscht die nicht zu. Ihr könnt nur mit Fragen und Zuhören verkaufen. Ihr müsst keinen einzigen Hauptsatz sagen. Und da haben die natürlich gesagt, okay, Frau Färber, das machen Sie uns jetzt mal vor. Okay, gut. Dann haben die sich ein bisschen verteilt. Wir waren unten bei Herren Schosen, also wo es Hemden gibt, Krawatten, Pullover, einzelne Dinge, Unterwäsche für Herren. Ich sage, okay, verteilt euch. Der nächste Mann, der kommt, da versuche ich es vorzuexerzieren. Es kam auch jemand, ich bin auf ihn zu, schönen guten Tag. Welcher Wunsch hat sie denn heute hierher gebracht? Sagte, ich brauche ein Hemd. Na, wenn der Mann alleine ist, ist die nächstlogische Frage, kennen Sie die Größe? Nein. Mhm. Haben Sie klare Vorstellungen? Da sind sogenannte geschlossene Fragen durchaus hilfreich. Nein. Okay, dann habe ich die nächste Frage oder den Vorschlag, den ich machen wollte, als Frage formuliert. Würde es Ihnen was ausmachen oder wäre es für Sie okay, wenn wir jetzt mal kurz hier an den Regalen vorbeigehen und Sie zeigen nur auf die Hemden, die Ihnen sozusagen ins Auge springen. Ja, das können wir so machen. Dann hat er sich rausgesucht, 2 Hemden. Eines war rot-gelb kariert, das andere war blau-grün kariert. Hätte ich nicht rausgesucht, aber wer bin ich? Ich bin Dienstleister und kein Erzieher. Die Größe konnte ich ungefähr abschätzen. Die nächste Frage war, wäre es für Sie okay, wenn Sie die beiden Hemden mal anprobieren? Sagt er, ja, das mache ich, aber Sie müssen mir dann sagen, welches ich nehme. Dazu habe ich nur gelächelt. Der Deal war keine Hauptsätze. Er hat die anprobiert, die passten beide. Seine Frage war, welches soll ich denn jetzt nehmen, Frau Färber? Nächste Frage, wo möchten Sie es denn tragen? Ja, wissen Sie, ich bin Apotheker und ich würde es schon gerne in der Apotheke tragen, wenn ich arbeite. Mhm. Nächste Frage, wie möchten Sie denn wirken? Ach, sagt er, wissen Sie, ich bin so ein bisschen so ein graues Männchen, also ich würde schon gerne ein bisschen lebendig wirken. Ne? Da war mir auch die Farbwahl klar, aber seriös. Lebendig, aber seriös, Frau Färber. Mhm. Nächste Frage, was glauben Sie, welche Farbkombination dem am ehesten entspricht? Wenn Sie mich so fragen, Frau Färber, grün-blau, das war jetzt mal eine richtig gute Beratung, Frau Färber. Das ist Verkaufen. Übrigens habe ich Ihnen natürlich dazu auch gebracht, Entscheidungskriterien zu definieren. Ja, seriös, aber lebendig. Das sind 2 Entscheidungskriterien. Sie können sich jede Verhandlung sparen, wenn Sie zuvor mit Ihren Kunden die Entscheidungskriterien herausarbeiten. Das ist, was ich meine. Das beste Kommunikationstool ist die Frage. Fragen, zuhören, Hypothesen bilden, keine Annahmen, sondern das heißt, Sie werden erst Annahmen formulieren im Kopf, aber dann behandeln Sie die bitte als Hypothese. Das ist die schwerste Übung überhaupt. Eine Riesenfalle. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich bis heute Abend Beispiele nennen. Selbst bei mir, die ich seit so vielen Jahrzehnten mich mit Kommunikation beschäftige, auch ich habe immer wieder Situationen, wo ich gar nicht merke, dass mein Gehirn eine Annahme produziert und sich die bei mir wie eine bewiesene Tatsache anfühlt. Das geht
überhaupt nicht ins Bewusstsein rein und ich verhalte mich adäquat. Also das ist echt eine der schwersten Übungen, aber immerhin, man kann es einmal sagen. Überprüfen Sie die Hypothese mit Fragen und dann geht's weiter. Und irgendwann können Sie ihm was anbieten. Hypothese, Überprüfung, Klarheit. Immer darauf achten. Emotionen müssen positiv sein, sonst produziere ich Fluchtreflexe, egal wie gut mein Angebot ist. Und wenn Sie einem Menschen zuhören, produziert das automatisch positive Emotionen. Er fühlt sich gewertschätzt, er fühlt sich angenommen und er hat das Gefühl, es geht wirklich um ihn und seine Bedürfnisse. Fragen und Zuhören, überhaupt die Macht des Zuhörens, wird weitestgehend unterschätzt, vor allem im Verkauf. Ich habe ihn hier mal mitgebracht. Ich bin ausgebildeter Coach, da haben wir natürlich Dutzende von Fragetypen, die brauchen Sie gar nicht. Meiner Meinung nach sind diese Fragetypen völlig ausreichend. Wenn Sie die beherrschen, sind Sie gut ausgestattet. Das erste ist geschlossene Frage, sind Sie zufrieden? Ja, nein. Die einfache offene Frage, wie möchten Sie wirken? Na, welche Lösung hat Sie zufriedengestellt? Faktenfrage, was hat wann, wer, wie gesagt, getan? Na, zum Beispiel eine Faktenfrage ist, kennen Sie Ihre Größe? Das ist eigentlich eine geschlossene Frage. Okay. Offene Ressourcen- und Lösungsfrage, was müsste geschehen, dass Sie sich für unseren Vorschlag entscheiden? So eine Frage darf man stellen. Mein Mann, der ist Designer und der fragt immer, Mensch Andrea, ich komme immer mit meinen Ideen zu den Auftraggebern, ich stelle diese Ideen vor, die nicken mit dem Kopf und sagen, na, wir denken drüber nach, wir melden uns. Was soll ich denn machen, damit ich da mit einem Auftrag rausgehe? Ich sage einfach die Frage stellen und zwar gleich am Anfang. Was muss hier heute passieren, damit ich hier mit dem Auftrag rausgehe. Und so über 90%, er macht das, und so über 90% kommt raus, dass die sich unsicher sind. Der Kunde ist unsicher. Woher will er denn wissen, was ist die beste Lösung für sein Problem? Und jetzt lässt er sich alles Mögliche erstmal anbieten. Ich sage, okay, dann schenk ihnen doch erstmal was und fang damit an, Entscheidungskriterien herauszuarbeiten. Hilf ihnen, eine Klarheit zu gewinnen. Woran messe ich ein gutes Angebot? So, also diese Frage darf man stellen. Sie dürfen alle Fragen stellen. Sie dürfen sich auch vorher die Erlaubnis holen. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen im Kopf. Darf ich die stellen? Wäre das okay? Holen Sie sich die Erlaubnis. Und wenn Sie sich die Erlaubnis geholt haben, das heißt, der Kunde sagt ja, das sagen Sie fast immer, weil Sie sind auch neugierig, welche Fragen da gestellt werden. Und Menschen werden gerne angehört. Die möchten gerne von Bedeutung sein. Das hat nichts mit Narzissmus zu tun, sondern mit Selbstachtung. Das ist völlig in Ordnung. Stellen Sie Fragen. Die meisten Menschen trauen sich nicht, Fragen zu stellen. Stellen Sie Fragen. Dann gibt es eine Frage, die liebe ich sehr, die muss aber am richtigen Platz sein. Das sind die sogenannten Wunderfragen, hypothetische Fragen. Angenommen, es würde ein Wunder geschehen, welches sollte das sein? Oder angenommen, es käme eine Fee und Sie hätten einen Wunsch frei, welcher wäre das? Diese Feenfrage ist ein Hammer. Die können Sie natürlich nicht an den Beginn eines Gesprächs stellen. So, da muss es schon eine Gesprächsgeschichte geben. Aber wenn wir zum Punkt kommen wollen, ja, angenommen, es käme eine Fee. Das heißt, der zensierende Verstand wird jetzt hier erstmal völlig schachmatt gesetzt und das, was im Untergrund tatsächlich einen Menschen bewegt, wird ausgesprochen. Damit kann man arbeiten. Da könnte ich Ihnen auch Geschichten erzählen aus meinem Coaching, in welchem Ausmaß diese Frage ein Gamechanger ist. Ich würde diese Frage niemals stellen, ohne mir dazu vorher die Erlaubnis zu holen, nach dem Motto, ich würde gerne mal eine etwas lustige Frage stellen. Vielleicht wirkt sie auch merkwürdig. Darf ich sie trotzdem stellen? In diesem Sinne. Und dann sagt der andere, dann machen Sie doch und dann legen Sie los. Skalierungsfragen, die haben wir Ihnen ausreichend schon gestellt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden sind Sie? Und so weiter. Dann wieder, was müsste geschehen? Na, dann kann man auch mitspielen. Na, zum Beispiel, ich bin bei der 6 zufrieden. Jetzt kann ich weitergehen. War es schon mal mehr? Ja, es war mal bei der 8. Okay, was ist denn passiert, dass es gesunken ist? Und jetzt kriegen Sie wichtige Informationen. Oder aber er sagt, es ist eine 6. Okay, was müsste denn passieren, damit wir von der 6 auf die 7 kommen? Und so können Sie Stück für Stück sehr präzise arbeiten. Und wie ich Ihnen schon mal sagte, bei den früheren Vorträgen, gedankliche Präzision ist der größte Feind der Emotion. Es gibt nichts Präziseres als Zahlen. Das heißt, die Skalierungsfragen sind sehr gut geeignet,
Emotionalität zu neutralisieren und zur Sache zu kommen. Und dann gibt es die systemische Frage, wem müsste es denn noch gefallen? Wenn Ihr Mann jetzt hier wäre, was glauben Sie, würde er dazu sagen? Sie verhandeln nie mit jemandem allein, auch wenn da nur eine Person ist. Das gesamte Sozialsystem dieses Menschen ist mit im Raum. Und die Stimmen aus diesem Sozialsystem sprechen im Kopf Ihres Gesprächspartners mit. Und manchmal ist es gut, diese Stimmen hörbar zu machen. Und das macht die systemische Frage. Ich hatte mal eine Verkäuferin, die kam an und sagte, Frau Färber, ich weiß gerade nicht weiter. Können Sie mir mal helfen? Was war passiert? Eine Kundin, ungefähr 40, 45 Jahre, Lehrerin, kam ins Geschäft, hat eine sehr klare Ansage gemacht. Sie wollte für Abiturfeier ein elegantes Kleid, aber nicht Shishi, also schon sehr schlicht. Hat auch eine sehr klare Preisvorstellung genannt und die Verkäuferin hat einen wirklich guten Job gemacht und hat ihr ein herrliches Etui-Kleid ausgesucht, die sah toll darin aus, stand mit dem Kleid an vorm Spiegel und es war offensichtlich, sie gefällt sich, aber sie konnte sich nicht entscheiden zu kaufen. Und da sagt die Verkäuferin, Frau Färber, soll ich vielleicht noch was anbieten? Ich sage, nee. Und habe die Dame gefragt, sagen Sie mal, wem muss das Kleid denn noch gefallen? Und da sagte sie, da sagen Sie was, Frau Färber, so hat mich hier noch keiner gesehen. Also in meiner Familie nicht, meine Kollegen nicht, ich weiß gar nicht, was die dazu sagen. Die nächste Frage, was glauben Sie, was die sagen? Und dann habe ich sie erzählen lassen und ich habe nur zugehört. Ich habe mich da nicht in diese innere Diskussion eingemischt mit irgendwelchen Argumenten. Nein, ich habe ihr ermöglicht, ihre innere Stimme auszusprechen. Das hat sie erzählt, ich habe nur dagestanden und habe zugehört. Und dann sagte sie, wissen Sie was? Das müssen die ertragen. Mir gefällt's, ich kauf's. Ja? Das ist die Macht einer systemischen Frage. Das muss geübt werden. Das ist etwas für Seminare und Trainings, aber Sie profitieren davon. Ne? Und diese Wunder- oder Feenfrage, das ist das, was ich Ihnen im letzten Vortrag zum Schluss noch ganz kurz angedeutet habe, worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, weil das beim letzten Mal zu kurz kam. Diese sogenannte Walt Disney Methode, ne? Der Träumer, der Realisierer und der wohlmeinende Kritiker. Das sind Stimmen, die in unserem Kopf da sind. Aber manchmal müssen wir den Realisierer, den Zensor und den wohlmeinenden Kritiker zum Schweigen bringen, damit der Träumer, der wirklich tolle Informationen bereithält oder Ideen, damit der sich äußern kann. Und die Feenfrage ist eine direkte Ansprache an unsere innere Wahrheit. Das ist der Vorteil. Und was meinen Sie, was das mit Gesprächsverläufen macht? Aber wie gesagt, das sind Themen für Seminare. Zum Thema Verhandeln möchte ich hier nochmal den Chris Voss nehmen. Er schreibt in einem seiner Bücher, die meisten von uns begeben sich in eine verbale Auseinandersetzung, ohne irgendjemand zu irgendetwas überreden zu können, weil wir nur unsere eigenen Ziele und Sichtweisen im Blick haben und uns die Argumente der Gegenseite nicht interessieren. Das ist die Beschreibung von absolutem Fehlversagen eines Verkäufers. Das Motto ist, ich ändere die Menschen nicht, ich gehe mit ihnen um. Und um mit ihnen umzugehen, muss ich sie erkunden. Ich muss mich für sie interessieren. Und dann ist unfassbar viel möglich. Also in dem Buch von Chris Voss beschreibt er Situationen, die der auf diese Weise gemanagt hat. Die waren am Anfang völlig aussichtslos, Entführung und so weiter. Und er hat es brillant gelöst. Das ist das Motto. Übrigens auch, im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Ich ändere die Menschen nicht, ich gehe mit ihnen um. Fallen für Verkäufer und Verhandlungsführer, Angst vor Widerstand. Das habe ich im letzten Seminar erklärt. Der Widerstand ist kein Problem. Machen Sie weiter, das ist eine Aufforderung zum Gespräch. Ja? Respektieren Sie den Widerstand, lassen Sie ihn aussprechen. Angst vor dem Nein oder der Irrtum gleich am Anfang, dass das ja die Lösung ist. Haben Sie keine Angst vor dem Nein. Lassen Sie sich's erklären. Respektieren Sie Nein. Nein bedeutet, ich gehe mit dem Menschen um. Und der Mensch ist jemand, der seine Souveränität, seine Kontrolle über sein Leben behalten möchte. Und wenn ich ihm erlaube, diese Souveränität in einem Nein zum Ausdruck zu bringen, dann ist das hervorragende Beziehungspflege. Eine andere Falle, eine Verhandlung gewinnt der, der die beste Argumente hat.
Das ist die Gefahr einer Argumentenschlacht. Und eins kann ich Ihnen sagen, wenn Sie anfangen, mit Kunden zu argumentieren, verlieren Sie in jedem Fall. Wenn Sie die besseren Argumente haben, verlieren Sie, weil Sie Ihren Kunden zum Verlierer gemacht haben. Das wird sich rächen. Und wenn Sie die schlechteren Argumente haben, verlieren Sie auch, weil Sie nicht mehr professionell wirken. Also, ja, wie gesagt, eine Verhandlung gewinnt nicht der, der die besten Argumente hat, sondern der, komme ich gleich noch drauf, der die Verhandlung vermeidet. Ich komme gleich drauf. Die Verhandlung im eigenen Kopf gerät außer Kontrolle. Das ist das Schlimmste. Wenn Sie sich in Gedanken schon vor der Verhandlung zum Verlierer machen, dann sitzen Sie in der Falle. Helfer für Verhandlungsführer ist die taktische Empathie, nicht Sympathie. Ja, taktische Empathie heißt, ich begreife den Menschen. Ich bin in der Lage, aus seiner Perspektive auf die Situation zu gucken. Sympathie würde bedeuten, das, was ich da erkenne, gefällt mir. Solche Menschen sind mir sympathisch, die genau ticken wie ich. Ja, aber darum geht es nicht. Ich gehe mit den Menschen um und zwar mit allem. Jeder Mensch hat Bedürfnisse und das Recht, dass man ihnen hilft, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das nennt man taktische Empathie. Die Haltung, Verhalten macht Sinn, zuhören, Stille aushalten können. Wenn Sie zum Beispiel offene Fragen stellen, lösungsorientierte Fragen stellen, dann muss Ihr Gesprächspartner sehr intensiv nachdenken. Sein Gehirn muss Höchstleistung vollbringen. Das heißt, Sie müssen ihm Zeit geben. Und das bedeutet, Sie müssen Stille aushalten können. Fragen, zuhören, Stille aushalten. Das sind drei Instrumente, mit denen kommen Sie fast durch jede Situation. Chris Voss sagt, die Forschung zeigt, dass die beste Methode zum Umgang mit Negativität ihre vorurteilsfreie und reaktionslose Beobachtung ist. Das meint er mit taktischer Empathie statt Sympathie. Mit Menschen umzugehen, statt sie zu bewerten, zu beurteilen und zu kritisieren. Das ist die Haltung eines echten Verkäufers. Und ganz ehrlich, sind wir da wirklich sehr weit weg von dem Thema liebevolles Verhalten? Ja, ich hatte Ihnen am Anfang gezeigt, ne, die Werte von Menschen, von dem einen Verkaufsteam, wo ganz vorne stand Liebe und Beziehung. Ja, das genau ist es. Ohne sozusagen zu bewerten, dem anderen zu helfen, seinen Zielen näher zu kommen. Das ist eines der besten Teile von Liebe. Das ist, wovon wir uns alle irgendwie ein Bild machen und wovon wir träumen, als das angenommen zu werden, was wir sind. Die eigenen Annahmen nicht als bewiesene Tatsachen behandeln, ist dabei das größte Kunststück und es ist dabei die größte Schwierigkeit. Das muss geübt werden. Das ist ein Coaching-Thema. Alles in der Wirtschaft funktioniert über Verkaufen und Verhandeln. Verkaufen ist Verhandeln. Annahmen treffen auf Wirklichkeiten. Das ist, worauf ich mich einstellen muss. Ich treffe Annahmen. Mein Gehirn produziert Annahmen. Und im Gespräch, in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch treffen meine Annahmen auf Wirklichkeiten. Und wenn ich nicht bereit bin, mich mehr auf die Wirklichkeiten einzustellen, das heißt, die Wirklichkeit zu erkunden, die Wirklichkeit des Kunden zu erkunden, den Kunden zu erkunden, dann werde ich nach meinen Annahmen mich verhalten. Das ist tatsächlich Organisation eines Desasters. Das Instrument ist Kommunikation. An Kommunikation zu sparen, kommt teuer zu stehen. Gute Verkäufer, gute Verhandler sind gute Kommunikatoren. Und hier gilt eben mehr als nirgendwo gilt mehr als beim Verkaufen das Prinzip, reden kann jeder, Kommunikation will gelernt sein. Investieren Sie in Kommunikationsfähigkeiten nach der Art, wie ich es Ihnen jetzt vorgestellt habe. Reflektieren Sie Ihre Haltungen. Haben Sie eine Idee, wie Kommunikation funktioniert und interessieren Sie sich für Menschen. Wie heißt das so schön? Der Mensch ist nicht logisch, er ist psychologisch. Logisch. Interessieren Sie sich für die Psyche der Menschen, aber nicht im Sinne der Verurteilung, sondern im Sinne von, in der Tiefe steckt die Wahrheit. Und wenn wir uns Menschen genau angucken, dann sind sie mehrheitlich sehr liebenswerte Wesen. Und insofern kann man mit ihnen gern Geschäft machen. Wie gesagt, das Prinzip von Chris Voss lautet,
lautet: Die Kunst des Verhandelns liegt nicht im Verhandeln, sondern darin, Verhandeln zu vermeiden. Wie mache ich das? Indem ich tatsächlich erstmal Bewertungskriterien bespreche. Und wenn Sie da ein Einvernehmen haben, das heißt, die Lösung muss die und die Kriterien erfüllen, dann bedeutet das Verkaufsgespräch, den Vorschlag, die Idee, Dienstleistung, Produkt wird mit diesem Kriterienkatalog abgeglichen. Und dann sind wir uns einig, passt oder passt nicht. Verhandeln im Sinne einer Argumentation wirkt schnell wie ein Kampf. Und wie ich schon sagte, ein Verkäufer verliert bei jedem Kampf, sowohl wenn er Recht hat, als auch wenn er Unrecht hat. Ich habe hier das Wort Harvard-Prinzip hingeschrieben. Das ist eine Kommunikations- oder Verhandlungsmethode, die eigentlich die Grundlage war für das, was ich Ihnen erzählt habe. Das heißt Harvard-Prinzip, weil es Experten, Kommunikationsexperten der Universität Harvard entwickelt haben, und zwar für den damaligen Präsidenten Jimmy Carter, der beauftragt war, den Krieg zwischen Ägypten und Israel zu beenden. Und die haben ihm empfohlen, nicht auf der Verhandlungsebene zu argumentieren. Es ging ja um die Sinai-Halbinsel. Ja, warum sollte sie der kriegen und der nicht, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, warum willst du die Sinai-Halbinsel? Verkürzt lief das folgendermaßen ab. Er hat die ägyptische Regierung gefragt, warum wollt ihr die Sinai-Halbinsel haben? Die ist doch nur Wüste. Und dann sagten die, naja, erstens ist sie historisch unser und zweitens, die israelische Armee ist die erste, einzige Armee hier in der Region, die unsere Armee etwas entgegensetzen kann. Wir brauchen die Sinai-Halbinsel als Pufferzone. So, okay. Das heißt, dahinter steht ein Sicherheitsbedürfnis. Dann ist er zu den Israelis gegangen. Warum wollt ihr die Sinai-Halbinsel? Die ist doch nur Wüste. Warum ist sie euch so wichtig? Und dann kam als Antwort, und dann war klar, was die Lösung ist. Die ägyptische Armee ist die einzige Armee, die hier unsere Armee etwas entgegensetzen kann in der Region. Und wir brauchen die Sinai-Halbinsel als Pufferzone gegen Angriffe von Ägypten. Das heißt, hinter diesem Krieg stand eigentlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Damals wurde ein Friedensvertrag abgeschlossen zwischen den beiden. Die USA waren sozusagen der Pate und Garant für die Einhaltung dieses Friedensvertrages, und der funktioniert bis heute. Das heißt, Jimmy Carter hat nicht auf der Forderungsebene mit Argumenten verhandelt, sondern er ist einen Schritt zurückgegangen. Worum geht's eigentlich? Nennt sich Harvard-Prinzip, hat also inzwischen in der Verhandlungspraxis, in der Verhandlungstheorie seinen festen Platz. Und das ist, was Chris Voss meint. Die Kunst des Verhandelns liegt nicht im Verhandeln, sondern darin, Verhandeln zu vermeiden. Das Prinzip ist, jeder Mensch ist von zwei Bedürfnissen getrieben, Sicherheit und Kontrolle. Der Verkäufer hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sowohl bei ihm als auch beim Kunden dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle gut versorgt wird. Das nennt man Gesprächsführung. Ich führe durch ein Gespräch, das das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle beim Kunden bedient, aber auch mein Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle gut erfüllt. Das ist gewusst wie, das ist Handwerkszeug. Generell gilt, wenn der Kunde mich finanziell zum Verlierer machen will, ist er kein Kunde, sondern eine existenzielle Bedrohung. Dass ich Gewinn habe, wird nicht verhandelt. Das ist der Grund, weshalb ich das alles mache. Als ich noch in den 90er Jahren in der Immobilienbranche tätig war, damals konnte man für neu gebaute Immobilien im Osten enorme Steuerabschreibungen geltend machen. Das war also irre lukrativ. Also es kamen ganz, ganz viele Nachfragern als Anleger, und so viel konnten wir im Osten gar nicht bauen. Und dann hat sich meine Firma damals, nicht nur wir, andere auch, darauf konzentriert, sozusagen die Projekte zu entwickeln, die Baugenehmigung einzuholen, die Finanzierung sicherzustellen, Bankbürgschaften zu organisieren, der Notar hat entsprechend saubere Verträge formuliert, sodass die Anleger aus der Planung heraus kaufen konnten. Jetzt ist es natürlich so, es ging um Hunderttausende, streckenweise um über 1 Million. Da liegen natürlich die Nerven blank. Und dann sollst du etwas kaufen, was noch gar nicht existiert. Das ist hochrisikoreich. Und immer, wenn für den Kunden das Risiko hoch zu sein scheint und die Angst
sozusagen im Schlepptau wächst, will er über Preisnachlässe sich die Angst etwas versüßen lassen, das Risiko etwas reduzieren lassen. Also kam fast immer in den Gesprächen der Satz, Frau Färber, gucken Sie mal, Sie wissen doch, dass die Wohnung eigentlich weniger wert ist. Ne? Der Bauherr, der schlägt ja noch einen Profit obendrauf. Und eigentlich sehe ich nicht ein, warum ich diesen Profit zahlen soll. Ich möchte den Preisnachlass haben. So, ökonomisch ist das natürlich eine Argumentation, der ich sofort widersprechen würde, aber das ist nicht der Punkt. Streite nicht mit Kunden. Ich habe natürlich gewusst, dass dahinter nackte Angst steht und habe gesagt, okay, ich werde mit dem Verkäufer darüber reden, aber eins sage ich Ihnen gleich, wenn Sie den Gewinn rausstreichen, dann streichen wir auch 5 Jahre Gewährleistung raus. Ja, wieso? Ich sage, weil ein Unternehmen, was keinen Gewinn macht, auch keine 5 Jahre Gewährleistung bieten kann. Das ist nächstes Jahr wahrscheinlich pleite. Also entweder ermöglichen Sie dem Verkäufer, dem Bauherrn, seinen Gewinn und profitieren von der Sicherheit der 5 Jahre Gewährleistung oder Sie nehmen ihm den Gewinn und fliegen Kamikaze. Was wollen Sie? Damit war das Ding natürlich außen vor. Ja, also für mich ist ganz klar, und das ist auch überhaupt nichts, was ich mit irgendwelchen Emotionen verbinde, der Grund, weshalb Menschen das Risiko auf sich nehmen, zu produzieren, hat nur einen Grund, oder ist schlichtweg Gewinne zu erwirtschaften. Das ist die Belohnung für Risiko, für Arbeit, für Organisation, für Stress, für alles. Das ist sein moralisches Recht. Das ist ihr moralisches Recht, Gewinne zu haben. Und da wird auch nicht drüber diskutiert. Natürlich können wir gucken, ne? Schrittchen nach vorne, Schrittchen nach hinten. Das ist dann das Thema der Preisverhandlung. Das ist auch blankes Handwerk. Aber die Haltung muss stimmen, sonst funktioniert das Handwerk nicht. Ein Kunde, der mich zum Verlierer machen will finanziell, ist eine existenzielle Bedrohung. Wenn ich keine Gewinne mehr mache, geht mein Unternehmen den Bach runter. Wenn Sie solche Menschen mitkriegen, dann fragen Sie sich, ob Sie mit dem ein Geschäft machen wollen. Es gibt auch, und das ist wiederum auch ein Glaubenssatz, es gibt auf dieser großen, weiten Welt ausreichend Kunden für Sie, mit denen Sie gut leben können, die Sie glücklich machen können, die Ihr Produkt wertschätzen können. Genauso wie Sie Ihre Kunden wertschätzen, dürfen Sie erwarten, dass Ihr Angebot wertgeschätzt wird. Zum Schluss noch den guten alten Bertolt Brecht, um das Thema Krise abzuschließen. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Seien Sie kämpferisch, lernen Sie. Krise ist eine Aufforderung, an sich zu arbeiten. Und dann noch Thomas Edison, der berühmte Erfinder, der sagte, wenn wir alle Dinge tun würden, zu denen wir fähig sind, würden wir uns selbst in Erstaunen versetzen. Glauben Sie an sich. Sie packen das. Verfolge die Vision, nicht das Geld. Das Geld wird dir am Ende folgen. Wenn Sie begeistert sind, wenn Sie in der Sache hervorragend sind, wenn Sie eine Vision haben, wenn Sie ein Ziel haben, haben Sie die Kraft zu überzeugen, auch in der Krise. Und dann noch zum Schluss unseren guten alten Winston Churchill. Erfolg ist nicht endgültig, Misserfolg ist nicht fatal. Was zählt, ist der Mut, weiterzumachen. Oder um es mit meiner Urgroßmutter zu sagen, die Torte ins Gesicht gehört zum Leben, riskier sie, sondern verpasst du alles. In diesem Sinne bin ich am Ende dieser 4 Vorträge angelangt. Ich hoffe, Sie haben Inspiration bekommen, weiter sich mit den Dingen zu beschäftigen. Sie haben eine Ordnung im Kopf. Sie wissen jetzt, wo Ihre Stärken sind, wo Sie vielleicht noch ein bisschen nachjustieren sollen. Aber eines ist wichtig, behalten Sie Ihren guten Mut und gehen Sie gut mit sich selbst um. Ich habe letztens einen sehr schönen Spruch gelesen, der besagte, nutze Nahrung als Medizin, damit du nicht irgendwann Medizin als Nahrung nehmen musst. Achten Sie gut auf sich. Nichts ist es wert, dass Sie krank werden oder Schaden erleiden. In dem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.